Also, wir verstehen uns eigentlich aus Boutique-Hotel. Wir sind das Boutique-Hotel und das 5-Sterne-Hotel ist das, wo oben ist. Und wenn wir unseren Job gut machen, werden wir auch unsere Gäste finden für das Boutique-Hotel. Und ich bin absolut der Meinung, dass wir werden uns anders positionieren, wir müssen uns anders positionieren. Und wenn wir jetzt die Durchlässigkeit angehen, also Swissly kämpft dafür, dass wir eine Durchlässigkeit nach oben haben. Ich glaube, das ist, muss eine Chance sein. Wir müssen einfach so gut sein, dass es nicht mehr ein Problem ist, wenn du oben runterkommst. Für einen, der kommt, der muss können da können weiter existieren, muss können weiter seinen Job können machen und seinen Fans auch etwas können bieten. Und dann ist es auch nicht schlimm, abzusteigen zu müssen. Und ich glaube, das ist unser Job, den wir haben auf der SL-Stufe. Und nach oben habe ich nicht das Problem. Also nach oben werden wir die Durchlässigkeit sicher haben. Wir müssen jetzt dafür schauen, was wir sie nach oben auch erlangen können. Und das wird sicher eine Herkulesaufgabe sein, die vielleicht nicht gerade heute und morgen gelöst werden kann. Ich glaube, heute ist es genau wichtig, den Punkt zu setzen und zu sagen, gut, wir haben die Repositionierung hinter uns, wir sind uns unter diesen 10 Clubs einig, wo die Reise muss hingehen muss. Und eine Veränderung und eine Repositionierung, und da muss ich als Vollblutvermarkter immer aufpassen, dass ich nicht zu viel aus dem Nähkästchen plaudere, aber die erreichen wir wahrscheinlich, wenn die Liga anders heisst, wenn die anders hierher kommt, wenn die anders übertragen wird und wenn auch in der bisschen Garderobe aber einfach Informationsfluss auch gewährleistet ist. Ich will nicht sagen, dass die Liga oder diese Liga anders ist, aber ich sage, in der Swiss League sind wir uns einig, dass wir irgendwo Wörter wie Demut, gegnerische Fans, Erlebbarkeiten, das sind so die Attribute von der Region für die Region, die müssen einzahlen und an denen müssen wir das Dach und das Konzept legen. Bei mir ist die Ausgangslage einfach. Ich habe irgendwo zwei Herzen in der Brust. Einerseits habe ich die Optik vom Glottner Umfeld. Wir haben Infrastruktur, wir haben die Wirtschaft, wir haben die Tradition und den ganzen Nachwuchs aufgebaut mit Young Flyers. Eigentlich gehören wir nicht in die Liga. Wir sind jetzt irgendwie nicht gerade der Elefant im Porzellan, aber wir sind die Sohne und wir machen das Beste daraus und haben eine Freude in der Liga. Ich habe eine Freude unter den Präsidenten. Aber es muss genau die Chance beim Kopf gepackt werden, dass die Swiss League genau auch für einen Kloten oder einen anderen Club vom Oberhaus genau in dieser Liga sich wohlfühlen kann. Vielleicht hat er eine dominante Rolle in dieser Liga. Und ich glaube, mit einer repositionierten Liga, die anders daherkommt im Saison 2022-2023, sind so Überlegungen, wenn man sich selber einbringen kann, absolut auch irgendwie nachvollziehbar, weil im Sport kann man alles nicht einfach, man kann vieles vorbereiten, man kann vieles auf vieles planen, aber am Schluss eben einkaufen kannst du es nicht. Im Moment hat es der Irrtum vorbehalten, hat es 3 Clubs in der Swiss League, die gesagt haben, wir würden gerne aufsteigen. Also jetzt, was passiert, oder? Es kann sein, dass Kloten das Jahr schafft und sportlich den Aufstieg kann realisieren kann, dann mag ich das in Mike und Kloten gönnen. Es kann aber auch sein, dass ein anderer Club, der jetzt die Ambitionen nicht hat, natürlich die Swiss League gönnt das Jahr. Und dann haben wir eine andere Situation. Also wir, musstest du eigentlich hoffen? Da, ja, hoffen. Ich mag es ihm gönnen, ich möchte es auch uns gönnen. Aber schlussendlich muss man ja einfach eins sehen. Aber das Projekt muss ja gleich funktionieren in der Swiss League. Ob Kloten dabei ist oder nicht dabei ist. Und darum sage ich, wir müssen das Projekt Swiss League so ausgestalten und die Rahmenbedingungen so schaffen, dass es eben auch interessant ist, auf einem anderen, einfacheren Level können zu funktionieren und können Hockey professionell zu spielen. Man ist jetzt nicht irgendwo von diesen Budgets zwischen 3,5 und 8 Millionen Franken in der Regel nicht irgendwie jetzt so angewiesen, ob jetzt 50 oder 100 mehr oder weniger kommt. Es geht mehr um die Sache, Content ausbauen, Fan-Engagement zu fördern, Gästefan, herzlich willkommen. Wir sind auch ein kleines Göppspiel. All diese Themen und die Durchlässigkeit, die finde ich ganz wichtig, auch zu einer Mainsport-League. Das wird ganz wichtig sein, weil am Schluss ist ein Wettbewerb eine Wirtschaft. Und wo das hinführt mit Wirtschaft, wenn sie nur noch konsolidiert ist, das erfahren wir in den nächsten Monaten. Vielleicht in 3 Wörtern, oder? Eigentlich Swissness,
Wir wollen die Schweiz verkörpern. Oder? Wir wollen finanzierbar sein. Eine Liga, wo man finanzierbar erleben kann. Und der Fan spielt eine zentrale Rolle. Wir wollen unsere Fans abholen. Wir wollen unseren Fans Sachen ermöglichen, die beispielsweise vielleicht in einer NL eben nicht möglich sind. Ja, vielleicht an einem Cup oder an einer sonstigen Edition. Und man kann das auch noch weiter spannen, das Gedanken. Gut, wir haben verschiedene Gespräche gehabt, Deutschland, Österreich. Vielleicht, dass man auch allenfalls einen Teppich über andere Länder legt, zusammen. Und zusammen auch ein neues Gefäß noch kreiert. Das hat ja manchmal damit zu tun, mit welchem Medienpartner denn die Schweden und die Deutschen und die Österreicher ins Bett gehen. Ist es ein Kanal vom Getränkehersteller oder ist es ein nationaler Mediumcharakter? Ich glaube, das kommt auf die Cases davon. Aber ganz wichtig und ganz wichtig finde ich, dass wir eigentlich eine Einheit haben und dass wir sagen, mal, wir wollen eine Liga schaffen, die sich jedem überlegt. Da innen musst du nicht permanent zum 2.500 bis 3.000 Leute erreichen im Schnitt von so einem Swiss League Club irgendwo Ende Jahr 1-2 Millionen nachrennen. Es muss einfach in sich tragbar und erlebbar bleiben. Haben wir eigentlich auch einen schnellen Nenner gehabt? Wir haben gesagt, natürlich, es gibt immer ein bisschen aufeinander achten, oder? Am Schluss aus den Schweizer Spieler für den Schweizer Zuschauer habe ich das Gefühl, klar im Fokus stehen. Und das ist natürlich wäre nicht ein guter Ansatz, wenn das Oberhaus würde aufmachen würde, dass die Swiss League automatisch auch aufmacht. Im Gegenteil haben wir gesagt, dass wir könnten uns durchaus vorstellen, dass wir so bleiben wie jetzt. Vielleicht aber auch, passt auch im Zyklus hinein, dass wir bis zwei U22 oder U23 Ausländer einfach nur die Lizenz geben. Aber auch dort musst du immer wieder aufpassen, denn mit allfälligen B-Lizenzen und allem, dass dann auch nicht zu viel an deiner Identität schade ist. Weil ein U23er wird er nicht 5 Jahre verbunden sein, außer wird er so gut werden, dass er einem anderen Ausländer den Slot wegnimmt. Aber ich glaube, wir sind uns da auch einig, dass wir eigentlich an diesem Modell nicht viel ändern wollen. Und ich glaube auch, das grösste Problem, das zu regeln wäre, ist in einer allfälligen Durchlässigkeit, wenn eine Liga-Quali ist, ja, wie kann man denn so etwas handeln? Weil ich glaube, dann ist es wirklich schwierig, wenn der eine dann faktisch mit 10 Auslandsschweizer oder Doppelbürger und Ausländer kann antreten und einen Swiss League-potenziellen Anwärter auf einen Slot. Sicher so. Also wir werden sicher von dem können profitieren, da bin ich absolut überzeugt. Wir müssen schauen, was uns finanzierbar bleibt. Also wir dürfen nicht die gleichen Fehler machen. Oder ob es Fehler sind, wir dürfen nicht den gleichen Weg gehen, so darf ich sagen. Wie es dann gegangen ist, das heisst, wir müssen schauen, was wir die ganze Übung finanzierbar behalten. Aber ich sehe ein grosses Potenzial, genau in diesem Thema, heutige vielleicht zweit, vielleicht dritt oder sogar Viertlinienspieler in der NL, die plötzlich hinten rausfallen, eben fünfte, sechste oder eben ganz rausfallen und schlussendlich eben dann in der SL auch zur Spielpraxis kommen. Das ist das andere. Oder? Es gibt viele Hockeyspieler. Eiszeit ist immer ein Thema. Oder? Für jeden Hockeyspieler. Am liebsten hat er so viel Eiszeit, wie ihm gar nicht kannst geben. Aber das ist wichtig. Und dort sehe ich eine Chance, dass wir das Swissness eigentlich können spielen können. Und diesen Spielern die das geben, was sie eigentlich die Chance können geben, dass sie ihrem Traum und ihrem Hobby können weiter nachgehen können. Und vielleicht können sie eben bei uns Spielerentwicklung, das ist ein sehr grosses Thema, und vielleicht können sie, ein Spieler ist ja nicht fertig entwickelt, wenn er 20 ist, und vielleicht können sie eben genau diesen Schritt können sie in einer SL machen, und schlussendlich ist halt auch Gefahr, dass man sie dann wieder verliert, aber mit dem müssen wir umgehen. Aber da kommen wieder andere. Und wenn wir dort einen Beitrag für Schweizer Hockey können leisten können, dann haben wir schon einiges gemacht. Die Massnahmen, die hier diskutiert werden, die werden ja nicht erst seit
gestern diskutiert. Also die Ausländer-Thematik, die wird schon manches Jahr diskutiert. Die kommt immer wieder in gewissen Abständen. Financial Fairplay, Glito, Tito, genau das gleiche Thema. Jetzt sind wir einfach im Moment natürlich durch das, dass es ein neues Gefäß ist, weil man sagt, jetzt will man es auch gut umsetzen. Da bin ich bei dir. Aber sind wir auch ehrlich, jeder hat schon einen Fehler gemacht und nicht jeder Entscheid ist richtig. Aber besser einen Entscheid treffen, weder keinen treffen, weil dann kommen wir gar nicht hin. Aus der Optik Swiss League Brille ist es ganz klar, die Erlebbarkeit wird auf ganz, ganz viel ehrenamtliche Arbeit beruhen. Es wird ganz viele Themen oder Inhalte oder Abungen oder auch Übertragungen, Live-Ticker und so geben, die halt nach wie vor in dieser Liga man nur Spesen entschädigen kann. Ich habe das im dritten Jahr mit einem Bösen, faktisch mit einem National League Budget bin ich in dieser Swiss League und sage immer, ja, wir müssen eigentlich jetzt nur mehr das ganze Engagement auffahren. Es ist aber jetzt das falsche Jahr. Aber ich glaube, je mehr Leute, die sich das vorstellen können, an diesen Club die mitzutragen, mitzuleben und auch hier Einfluss zu nehmen, je mehr so Leute da sind, desto mehr kann auch wieder mehr feine Wurzeln wachsen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also das Absondern oder die Arroganz oder irgendwie das Nicht-Abholen vom Zuschauer in der Arena ist in einer Phase, in der wir momentan uns momentan am Digitalen orientieren und am Gestreamten, grausam schwierig. Und das wird der erste Case an dem Tag, wenn die Arenen wieder möglichst mit vollen Häusern bespielt werden können, dass man die Nähe auch wieder erlangt. Ich möchte mich vor allem an die Fans, an die Eishockey-Fans wenden und eigentlich appellieren, helfen mit, bringt euch ein. Ihr habt die Möglichkeit, auch mit der Swiss League beispielsweise, habt ihr die Möglichkeit, euch wirklich einzubringen. Die wollen wir auch weiterhin arbeiten. Mit neuen Plattformen werden wir kommen. Und bringt euch deutlich damit auseinandersetzen und helft mit. Weil schlussendlich können wir es nur zusammen mit den Fans erreichen. Helft mit, was wir zusammen mit euch ein tolles Produkt für das Schweizer Eishockey, für das gesamte Schweizer Eishockey lancieren können. Yeah.